Ihre Fragen, unsere Antworten. Ganz herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Der größte Börsengang-IPO aller Zeiten steht unmittelbar bevor, der Börsengang von Alibaba. Und irgendwie hat man das Gefühl, er wird immer größer. Sie haben die Möglichkeit, unserer Redaktion entsprechende Fragen zu stellen, die wir sofort weiterreichen und weiterleiten an den Experten für diesen Börsengang, Martin Weiß, der Chefredakteur von Der Aktionär. Herr Weiß, es geht gleich los und die Fragen tickern immer noch rein. Ja. Wir hatten immer gedacht, und Andreas L. schreibt das, wir hatten immer gedacht, das wäre ein chinesisches Unternehmen. Jetzt hören wir so, die sind ja auf den Cayman sind die, gelistet. Das hat so ein Geschmäckle. Können Sie das kurz erklären? In dem Fall überhaupt nicht. China verbietet ausländischen Investoren strategische Beteiligung an inländischen Unternehmen. Also müssen sich diese Unternehmen etwas einfallen lassen. Und das ist ein Konstrukt, das hier entwickelt wurde, dass man sich auf den Cayman Islands registriert. Es ist natürlich richtig, ich habe damit keine Anteile an der chinesischen Alibaba Group, aber ich habe Anteile, ich erwerbe damit Anteile an durchaus an der Alibaba Group, die dann wieder Verträge mit den Chinesen hat. Da geht es unter anderem um die Gewinnabführung. Also man muss sich keine Sorgen machen, das ist wirklich nur ein Konstrukt, um die Politik in China ja ruhig zu halten und um hier die Vorgaben zu erfüllen. Das machen andere chinesische Unternehmen auch, beispielsweise Baidu, NetEase, Sohu, wie sie alle heißen. Das ist also, das hat sich bewährt und ist eigentlich, stellt eigentlich kein Problem dar. Also man muss sich wirklich keine Sorgen machen, dass hier irgendwas nicht mit rechten Dingen zugeht. Es geht nicht um Abzocke, es geht nicht um möglicherweise Betrug, wie auch immer. Es hat nur politische Gründe. Und die Börse der Wall Street hat das auch entsprechend geprüft und hat gesagt, das ist für uns vollkommen in Ordnung. Wir haben dieses Geschäftsmodell auch entsprechend verstanden. Naja, die Börsen haben ja unterschiedliche Zugangsvoraussetzungen. Das hat dann wieder mit anderen Geschichten zu tun, Rechnungslegung etc. Und das hat Alibaba alles erfüllt. Wie gesagt, hier geht es nur darum, die Politik in China zufriedenzustellen, weil es hier diese Beschränkungen gibt, was ausländische Investoren betrifft. Wollen wir mal gucken, was sonst noch für Fragen an- und vorliegen. Wir haben hier Maria. Maria S. schreibt, sie hat Facebook-Aktien gekauft und ist damit so ein bisschen auf die Nase gefallen. Gerade jetzt nach dem IPO hat sie es gekauft, wenn ich es richtig sehe. Lohnt es sich eigentlich grundsätzlich bei solchen Börsen, großen Börsen von Anfang an dabei zu sein? Also vorab, es lohnt sich immer noch bei IPOs einzusteigen, vor allem bei diesen vielversprechenden und auch von den Medien eigentlich nach oben getrommelten IPOs. Lohnt es sich vor allem längerfristig, das sieht man hier sehr schön. Wir haben hier Google, Facebook und Twitter einmal uns vorgenommen. Wir haben natürlich den größten Tagesgewinn bei Twitter gehabt. Aber selbst wenn man sieht, dass bei Twitter nicht alles gut gelaufen ist und dass das Unternehmen natürlich immer in der Kritik steht wegen der Bewertung, unter anderem auch von unserer Seite, zeigt sich, dass seit dem Börsengang immer noch ein Gewinn von 95% dabei rausgesprungen ist. Das heißt jetzt, liebe Maria, wenn ich das mal so platt sagen darf, Sie hatten gekauft nach dem Börsengang von Facebook, dann ging es abwärts 30% und wenn man dann drin geblieben ist, hat sich das Ganze dann mit einem langen Atmen doch wieder rentiert. Also es ist natürlich so, das ist errechnet am Platzierungspreis. Wenn die Unternehmen, was ja häufig passiert, schon mit einem Gap nach oben aufmachen, dann sind diese Performance-Daten nicht realistisch, weil man einfach zu den Kursen nicht hat kaufen können. Aber wenn man tatsächlich zu den Kursen rangekommen ist, dann sieht man an einem Tag 18% bei Google. Und wenn ich Google später erst gekauft hätte, ich sehe immer noch knapp 1300% seit dem Börsengang vor 9 Jahren. Das ist natürlich eine atemberaubende Performance, die man sonst überhaupt nicht hinbekommt. Bei Twitter, ich sage es immer noch, es sind $95. Man wäre tatsächlich bei Twitter auch noch sehr günstig reingekommen, weil die Aktie ja zwischenzeitlich stark verloren hatte. Bei Facebook, wenn wir bei Facebook von den Tiefskursen ausgehen, dann hat sich der Wert ja mittlerweile, ich glaube, annähernd vervierfacht. Also das ist gemessen am Platzierungspreis und es zeigt aber, das große Bild zeigt eigentlich, dass man mit diesen großen IPOs auch gut gefahren ist. Selbst wenn es am Anfang ein bisschen geruckelt hat und Facebook ist sicherlich ein gutes Beispiel dafür, wie es... Für ein heftiges Ruckeln. Ja, für ein heftiges Ruckeln und das ist natürlich auch das, was die Börsen auf jeden Fall verhindern wollen und deshalb glaube ich auch, dass bei Alibaba auch am ersten Tag ein Gewinn steht und auch nach dem ersten Monat ein Gewinn steht. Also liebe Maria, tut uns leid, dass es bei Facebook nicht sofort geklappt hat, aber die Frage ist mit Ja beantwortet, lohnt sich auch bei den großen Börsengängen dabei zu sein. Schauen wir mal die nächste Frage, die uns jetzt hier ins Haus twittert, tickert oder per E-Mail dann geschickt worden ist. Florian. Florian schreibt, bezieht sich jetzt auf Yahoo. Also diese andere Geschichte, 24% hat man jetzt dabei, weil er gesagt hat, ich kann ja nicht direkt an Alibaba Börsengang dabei sein. Wie geht's jetzt weiter mit den Yahoo-Aktien?
Steigen Sie noch weiter, wenn der Börsengang erfolgreich ist, oder ist die Luft schon raus? Und ganz wichtig, an einem langfristigen Investment bei Yahoo hat er kein Interesse. Wann soll er raus? Ja, dann würde ich wahrscheinlich sagen, also wenn er eingestiegen ist, vor dem Hintergrund dieser Spekulation, würde ich morgen sicherlich noch die Eröffnung in Alibaba abwarten. Wie gesagt, ich gehe davon aus, das wird ein sehr erfolgreiches IPO werden. Damit würde auch der Anteilswert bei Yahoo steigen. Und das ist natürlich etwas, was die Investoren sicherlich noch so ein bisschen im Blick haben. Und gerade die, die alle bei Alibaba nicht mehr zum Zug gekommen sind, die könnten versuchen, hier bei Yahoo noch mit aufzuspringen, um indirekt noch Gewinne zu erzielen. Es bleibt spekulativ. Ich würde bei Schwäche, sobald ich merke, der Yahoo-Kurs geht nicht weiter oder er fängt an zu schwächeln, würde ich allerdings die Position verkaufen. Dann würde sich abzeichnen, dass diese Spekulation, die wir hier sehen eigentlich, das ist ja nichts anderes als Spekulation auf dem Börsengang, dass jetzt die ganzen Spekulanten aus dem Wert aussteigen, um das Kapital anderweitig einzusetzen. Also ich würde mir das relativ genau anschauen, langfristig. Gebe ich ihm recht, muss er auch nicht investiert sein. Kurzfristig würde ich aber, wie gesagt, Alibaba. Ich glaube, der hat Ihnen relativ gut zugehört so in der Vergangenheit. Sie hatten ja immer gesagt, Facebook, auch war die Frage gewesen, Facebook oder die Softbank oder Softbank als Unternehmen, was ja da, glaube ich, mit 31% dabei ist. Ja. Und da hatten Sie sich festgelegt, Facebook, aber es ist im Prinzip... Yahoo ist im Prinzip die Wette jetzt auf den erfolgreichen Börsengang und sonst nichts dann. Für mich schon. Okay. Florian, ich hoffe auch, diese Nachricht ist beantwortet worden. Was haben wir jetzt hier? Die größten IPOs aller Zeiten. Da haben wir noch mal, das stimmt ja nicht ganz. Wir haben noch mal ein wenig in der Kiste gekramt, was wir in den vergangenen Monaten so hatten. Und wir haben deshalb die Grafik mitgebracht, weil sie sehr schön illustriert, wie stark sich das eigentlich nach oben bewegt hat. Also diese Grafik ist keineswegs Jahre alt. Wir reden hier von 4 Monaten. Vor 4 Monaten haben wir diese Grafik angefertigt. Vor 5 Monaten. Und da wäre Alibaba mit einem Platzierungsvolumen von 15 Milliarden Dollar, es wäre zwar unter den Top 10 gewesen, aber jetzt nichts Berühmtes. Jetzt, wenn man die Grafik neu aufarbeiten würde, wäre Alibaba hier unten, noch vor der Bank of China, noch vor Docomo und allen anderen. Ganz einfach, weil jetzt mittlerweile mehr als 22 Milliarden Dollar zur Platzierung kommt. Das macht Alibaba zum größten IPO aller Zeiten. Jetzt steht ja dahinter immer dieser Jack Ma. Ja. Wir haben auch versucht, da irgendwie ein Porträt von ihm zu zeichnen. Englischlehrer ist er gewesen, hat 95 zum ersten Mal einen Computer, einen internetfähigen überhaupt gesehen, hat das ganze Thema im heimischen Wohnzimmer letztendlich entwickelt, musste seine Frau anpumpen, um das Thema voranzubringen. Und jetzt diese Geschichte. Und jetzt hören wir dieser Rockstar, wie er gefeiert wird, dieses charismatische Etwas, sage ich jetzt mal, der ist gar nicht mehr so richtig dabei. Der hat sich schon operativ zurückgezogen. Ja, nicht mehr so richtig dabei. Natürlich 2013, das war ja schon im Vorgriff auf den Börsengang, hat er gesagt, passt mal auf, Freunde, meine Zeit als Unternehmenschef ist jetzt zu Ende, jedenfalls im operativen Geschäft. Aber damit hat er auch etwas getan, was wichtig war. Er lässt die Jugend ran. Er hat schon immer gesagt, die junge Generation, Baujahr 70, 80, das sind dann diejenigen, die tollere Träume haben, die bessere Visionen von diesem Unternehmen haben, die ein anderes Verständnis für den E-Commerce mitbringen und für das Internet mitbringen als er selbst. Und dann ist es natürlich absolut folgerichtig, dass er sagt, pass auf, wir ziehen uns zurück. Es geht nicht nur um ihn. Es geht auch um andere Unternehmen, also um andere Leiter seiner Tochtergesellschaften, die sich ebenfalls zurückziehen werden, um den jungen Generationen den Platz frei zu machen. Aber um das Unternehmen nach wie vor irgendwo an Bord. Er ist ja Chairman aber es ist ja, glaube ich, sehr naiv anzunehmen, dass dieser Mann nicht mehr weiterhin seine Finger im Spiel hat bei Alibaba. Also er kümmert sich ja nicht um irgendwelche Eisbucket-Challenges, wo er Geräte baut und sondern er ist nach wie vor, wenn auch nicht offiziell operativ tätig, dann trägt auch seine Handschrift. Ja, natürlich, es trägt weiterhin auch seine Handschrift. Was haben wir jetzt hier? Gut, eigentlich noch mal ganz kurz, das brauchen wir auch wirklich nicht zu vertiefen. Es geht darum, wann Alibaba gegründet wurde. So ein kleiner Zeitstrahl. Wir haben Alibaba.com, die Handelsplattform 99, zusammen mit 1688.com, auch 99. Später kamen dann die anderen Teilbereiche dazu. Alipay 2004, die ja mittlerweile nicht mehr zum Firmenverbund dazugehören. Es war, wie gesagt, nur noch mal eine kleine Aufbereitung dieser Grafik, um zu sehen, was eigentlich Alibaba ist, wann Alibaba auch in der Zeit entstanden ist. Und die Leute fragen ja immer, womit lässt sich das vergleichen? Wir haben jetzt mal hier eine kleine Liste erstellt.
Genau. Alibaba für Anfänger. Also das finde ich gelungen. Taobao zum Beispiel wird ganz gerne als eBay bezeichnet. Tmall ist das Gegenstück zu Amazon.com. Das sind ja alles Tochterunternehmen. Und das sind ja mittlerweile Taobao, Tmall. Das ist der E-Commerce in China. 80% Marktanteil. Und ich glaube dann, die Vergleiche hinken immer ein bisschen, weil, wie gesagt, die Geschäftsmodelle ein bisschen anders sind. Aber im Großen und Ganzen kann man das so machen. Wir haben hier Canbox zum Beispiel. Das zeigt auch, dass Alibaba ja ohnehin davon ausgeht, dass in einigen Jahren die Datenerhebung, Datenverwaltung, Aufbereitung, Verkauf von Daten viel wichtiger sein wird als das jetzige Kerngeschäft. Und dann kann man sich in etwa vorstellen, wie groß das Unternehmen mal werden will. Groß. Ganz groß. Ich habe heute schon gehört, die Bezeichnung, da kommt ein Gorilla aufs Parkett getrampelt. Gut, morgen also dann der Börsengang. Wir haben ja morgen Vormittag nochmal die Möglichkeit zu sprechen. Auch wieder so 10, 10, 15 würde ich mal vorschlagen. Wenn es jetzt noch Fragen gibt, und ich kann mir vorstellen, sowas erfahrungsgemäß spitzt sich sowas dann zu. Kurz vor Toresschluss kommen noch viele Fragen auf uns zu. Facebook unter DRF, Alibaba unter dem Hashtag erreichen Sie uns über Twitter oder E-Mail direkt an uns alibaba@drf.fm. Martin Weiß, vielen Dank. Gerne. Und ich freue mich auf Ihre Fragen.